vielen Dank für die großzügige Unterstützung, die die Sparkasse aus Gera den Sportlerinnen und Sportlern im Kreis aus Gera zukommen lässt. Nachdem nun die, ja, nachdem die Spannung in der Weile gestiegen ist und man es bisher oben merkt, dass es auch in Zahl ziemlich knistert vor Aufregung, wollen wir nun zu euch aufzeichnen. Man kann die Spannung schon greifen im Saal und hier oben, es warten nicht nur Rosen, es wartet nicht nur die Auszeichnung, es wartet einfach die Anerkennung eines ganzen Saales für außergewöhnliche Persönlichkeiten. Wir beginnen mit dem Nachwuchstalent des Jahres 2008. Es ist eine Auszeichnung natürlich für die Erfolge, natürlich für die Person, aber auch eine Auszeichnung für das Potenzial. Denn natürlich hoffen wir, dass diese Person irgendwann zum Idol für andere Sportlerinnen und Sportler wird. Eine Frau hat gewonnen in einem ganz spannenden Rennen. Zwischen dem ersten und zweiten Platz ging es ganz knapp her. Wenige Stimmen haben entschieden. Sie ist ein Talent, das zu den schnellsten hier im Saal gehört, zu den schnellsten im Kreis. Sie war zweimal Europameisterin und zweimal Bronze bei der Europameisterschaft. Nachwuchssportlerin des Jahres 2008 von Blau-Gelb. Großlehrer und Letizia Schimek. So, Dankeschön, meine Damen, meine Herren, die Letizia muss jetzt unbedingt ans Mikrofon, ist ja ganz klar. So, also, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. So, Letizia, du warst auch bei der Weltmeisterschaft dabei. Wo war deine Weltmeisterschaftsreise hingegangen? Die ist in Spanien gewesen, in Gijón, das ist so nördlich an der Küste gewesen, direkt am Meer. Genau, bei dem Speedskating, da gibt es ja sehr viele verschiedene Leistungsstufen. Es gibt Länder, da gibt es durchaus Profis. Halbprofis, wie würdest du dich bezeichnen? Das kann ich jetzt nicht so beurteilen. Also, ja, schon zu den Profis denke ich nur, weil ich auf der Weltmeisterschaft war. Und, ja. Was ist dein Ziel für 2009? Ich meine, mit diesem Preis, das gibt natürlich Rückenwind, oder? Ja, auf jeden Fall. Und ich will auf jeden Fall wieder zu den Weltmeisterschaften nominiert werden und dort dann meine Platzierung verbessern und bei den Europameisterschaften halt auch genau mein Bestes geben. Ja. Lohnt sich die Reise noch mehr dieses Jahr? WM, wo ist sie dieses Jahr? In China. Das lohnt sich auf alle Fälle. Nachwuchssportlerin des Jahres 2009. Wir kommen zur Wahl Sportlerin des Jahres 2009.